Ihr wollt wissen, was der Bogen hier soll? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wie angekündigt, wir wollen heute Gummi machen. wir brauchen 72 Gummi für unsere Computer. Und die Itte wollen wir hier reinführen, in den Kollegen. Wobei wir überlegen, ob wir den Kollegen nicht von oben, also von hier unten befüttern, anstatt von da oben. Andererseits könnte ich den auch von oben befüttern. Indem ich den Scheiß erstmal das Geschenk da wegräume und dann da so oben drüber leite, das würde auch gehen. Dann könnte ich das hier runtersetzen. Wäre das runtergesetzt und gar nicht mehr so teuer. Ja, schlechte Witze kann ich. Natürlich von der Position her ganz blöd. Aber pass auf. Wir fangen mit dem Teil einfach an. Jetzt wäre die Frage. Welche Höhe brauchen wir? Fangen wir damit an. Das ist die Höhe für den. Wir setzen es dahin. So, das muss 3 hoch sein, ne? Da haben wir die. So. Eben gucken. Ja, komm. Von dort da dran. Und dann nehmen wir dich. Zack, zack. Und hoffen, dass du die richtige. Nein, hast du nicht. Da ist ja kein Problem. Dann müssen wir da nochmal rangehen. War noch zu niedrig. Habe ich nicht mit gerechnet. So. Müssen wir auch hier nochmal ran. So. Und wer ist den? Wunderbar. So, wir brauchen den nächsten Schied, der geht dahin und zack, da dran. Ne, so. Dann entfernen wir dieses Geschenk. Wie war das jetzt? Wir haben. Jetzt muss ich wieder überlegen. Wir haben Gummi nach unten gebracht, weil Gummi war. Wir. Legen wir hier den Splitter drauf.
kriegen wir keinen Splitter mehr drauf. Das ist schade. Was ist, wenn ich den hier noch mal ein bisschen umziehe? Ich sag mal... hier hin. Können wir den da rausnehmen? Was ist, wenn ich das da so lasse? Mir hier einen hinsetze. Einfach nur gerade zur Aushilfe. Den hier lang ziehe. Den nochmal abreiße. Mir genau dort einen Splitter hinsetze. Nein. Den nehme. Dort anschließe. Problem gelöst. Dann schnappe ich mir da oben den und sage, ich hätte gerne dich dort oben drauf und stelle dann dabei noch fest, dass das hier in einem schönen 90-Grad-Winkel verläuft. Manchmal ist das eben so gut. So, jetzt gehen wir hin, sagen hier unten, wir hätten dich gerne da dran. Schauen uns nach dorthin um, drehen den, stellen fest, dass wir dummerweise im Weg sind. Schließen uns da an und sehen zu, wie das ganze Gummi hier vorne reinläuft. Plumps. So. Das heißt, unsere Computer bekommen alles, was sie brauchen. Die sind wohlgenährt, könnte man auch sagen. Jetzt ist die Frage, wofür brauchen wir die Computer? Die Computer brauchen wir für die Radio Control Units. Wo bauen wir die? Das sind Signalisatoren. Wo brauen wir die Radio Control Units? Genau. Ihr macht... nein. Das müssen 5 Stück sein. Ich hab euch 1, 2, 3, 4, 5. Funksteuereinheiten. Wunderbar. Was ihr braucht, sind Quarzoszillatoren, Aluminiumgehäuse und Computer. Also hierhin muss der Spaß. Ziehe ich das direkt hier rüber? Warte mal, Aluminiumgehäuse mache ich doch da drüben irgendwo, ne? Weil hier unten ist die ganze Aluminiumproduktion. Das ist sowas von praktisch. Manchmal läuft es aber auch. Aber auch so richtig, ne? Und jetzt... Kann ich eigentlich sagen, ich möchte den... editieren, nicht jetzt hier hingehen. Ja, kann ich. Komm, ich ändere mal das Symbol, weil hier mache ich jetzt den dicken hin. Ja. Ist besser. So. Ich will gar nicht. Yeah, apply changes, bam. So, das tut mir jetzt leid, dass es nicht für euch da ist. Und wir haben das so umgesetzt. Was fehlt? Ach ja, hier hinten war ja immer was mit Freiräumen überlappen sich. Das heißt, den letzten muss ich wieder so seltsam anschließen. Ich hab gesagt, irgendwie... ich muss mal eben gucken hier. Wo wäre denn gut? Wird das reichen?
Ich setze den jetzt hier mittig auf diesen Strich. Das sollte passen. Wann habe ich das denn so verzogen? Das ist ärgerlich. So, was sagt denn... Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit zusammen, Jungs und Mädels. Alles wirklich nicht. Ihr habt doch gerade gesagt, ich setze den mittig hier drauf. Okay, jetzt verrat mir doch mal einer, warum der Kasten. Ihr seht das auch, ne? Der weiße Kasten hier. Wenn ich den Strich genau da drauf setze, ist links an der Seite. Ich kann euch das jetzt gerade schlecht zeigen. Und auf dem Bildschirm zeigen, also mit dem Finger auf dem Bildschirm zeigen, bringt einfach überhaupt nichts für euch. Aber links der mittlere Pfosten, der dicke Klumpfuß, der steht jetzt genau mittig auf diesem, auf dieser Linie. Zwischen den Fundamenten. Aber mein Rahmen, der weiße hier, der mir angezeigt wird, der steht auch mittig auf dieser Linie. Deswegen, wenn ich das mache, was eigentlich relativ mittig wäre, dann steht das Ding komplett daneben. Also das ist mal ein Verzug, den ich mir jetzt nicht auf die Kappe schreiben lasse. Also den nehme ich nicht an. Das war ich nicht. Das war das Spiel. So, wenn alles gut läuft, kann ich den hier auch direkt reinsetzen. Genauso wie den dort direkt reinsetzen. Das ist schon mal gut. Also der Abstand passt. Und du gehst auch dran. Easy. Du brauchst wieder nur drei Teile, ne? Ach, das macht nichts. Das wird wenigstens witzig, wenn ich irgendwann nochmal hier reingucke. Ich bin mal gespannt, was eher fertig ist. Das, wenn ich das richtig habe, ist das jetzt... Das passt jetzt, oder? Tatsache. Okay, das ist wirklich ein absolut guter Hinweis. Einfach einen freilassen und dann ist gut. Das machen wir jetzt auch schön weiter. Also, da, da, fertig. Was eher fertig ist, die Weltraumlift-Teile, die ich noch zu machen habe, die paar. Wir haben ja fast die Hälfte geschafft. Jetzt hier hinten, du möchtest wieder. Warum auch immer. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Hoffe ich denke, da müsst ihr vielleicht nochmal nachbessern, weil das ist gerade nicht so geil. Das haben wir. Wie hat man das denn jetzt? Wie hatten wir das denn jetzt? Und wo hatten wir das? Wir hatten das hier. Da habe ich das so gemacht, indem ich gesagt habe, hier hin, also quasi mit einem Abstand zu dem, setze ich das und dann mache ich.
war ich denn gerade? Wieder vergessen, wo ich das gesagt habe. Das ist auch scheiße. Ja. Nein. Nee. Ja. Und nein. So, und hier haben wir den anderen gemacht. Den brauche ich gar nicht. Das ist gerade vollkommener Quatsch, was ich hier mache. Weil, wofür? Ich muss 3 Teile reinmachen. Warum schließe ich den 4. an? Weil ich es kann. Ist, wie gesagt, es ist vollkommener Quatsch. Aber ich will das. So. Jetzt kennt ihr den Drill hier ja sowieso. Wir schließen das dort an. Das dort an. Ich mache es diesmal ein bisschen anders. Ich gehe nämlich hin, springe mich hier so ein bisschen durch, weil es sind ja nur ein paar. So. Herrlich. Da rein, da rein. Jeweils nur rein. Es kommt auch. Ne? Guck mal, bald ist der Krieg vorbei von den Zahlen da oben her. Ne? Okay, den schlechten Witz können wir auch abhaken. Das ist super. Meine Liste wird immer weiter geleert. Ja. Lassen wir das. Das ist ein Thema, über das man keine Witze machen sollte. Ich schäme mich. Wie ist das eigentlich? Darf man einen Witz drüber machen, wo man grundsätzlich schon der Meinung ist, dass das ein wichtiges Thema ist und sich sowas nie wiederholen darf? Schwierig, oder? So. Wie machen wir das jetzt? Wir haben... Hier kommen Quarzoszillatoren raus. Hier kommen Quarzoszillatoren raus. Hier kommen Signalisatoren raus. Wir brauchten. Ja, okay. Wir brauchten hier Quarzoszillatoren und Computer. Das heißt, wir klettern nicht diese Leiter hoch, sondern wir schnappen uns alles das, was hier rauskommt, alles das, was da rauskommt, und packen es in den unteren. Nein. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Das einzige Problem an der Geschichte ist... Die, die von da hinten kommen, müssen sich irgendwie hier durchquetschen. Mama, würdest du das mitmachen? Boah, sehr, sehr eng. Ganz gefällt mir das noch nicht. Aber es geht. Ich werde es überleben. Dorthin. Ja,
Thema. Wir haben das leidliche Thema, wie immer. Fusionator. Und du gehst dann dahin. Und dahin. So, und jetzt komm. So, und du machst Computer. Auch gut. Euch verbinden wir nachher und die kommen oben drüber. So, damit haben wir die Reihe hier abgeschlossen. So, nehme ich durch, danke. Danke. So. Ich brauche 3. Okay. In dem Fall easy, weil ich schließe nur die oberen an. Weil der untere ist jetzt durch. Das wird hier sowas. Nee. Das haben wir erledigt. Wir schließen nur die oberen 3 an. Der untere nicht. Ja. Komisches Rezept. Egal. So. Gleichzeitig. Dorthin. Dorthin. Und dorthin. Du machst es auch, ne? Ja. Das sind tatsächlich sogar 7 Stück. Das passt. Okay, hier geht's rein, da geht's lang. Okay. Herrlich. Bums. Jetzt ist die Frage, ziehe ich den zweiten einfach oben drüber? Weil, ne, wir brauchen jetzt hier Computer. Dann würde ich von da darüber legen, den da rein, hier von oder unten auch hier nebenlegen und dann da hoch. Vollkommen egal. Jetzt sagt die Zeit sagt, das machen wir jetzt noch zusammen. Da ist der Klumpfuß. Dann machen wir es so. Sehr schön. Mach das halt da so. Komm ich mit klar. Du nochmal. Setzen wir einfach dahin. Den da dran, den dahin und den dahin. Computer, Computer, rüber, drin, Funksteuereinheit fast abgeschlossen. Es fehlt jetzt nur noch von da hinten das andere Zeug und
da kann ich gar nicht hingehen. Das haben wir gar nicht gemacht. Ihr habt das gar nicht gemerkt und dementsprechend ist das gar nicht passiert. Wünsche dir. Ach, das habt ihr nicht gemerkt. Ahem. Ne? So, da haben wir dich schon. Ach ja. Das ziehe ich jetzt noch durch. Was schaffen wir denn? Komm, das machen wir. Wir holen uns jetzt noch die Alu-Gehäuse mit hier hin. In der Hoffnung, dass ich die nicht irgendwie da von unten hochziehen muss mit einem Splitter oder sowas. Schauen wir mal, wie ich das da umgesetzt habe. Vielleicht komme ich irgendwo dazwischen. Dann holen wir uns die Sachen. Schmeißen die hier auch noch rein. Dann haben wir nämlich das Thema auch abgeschlossen. Und ich finde es schön, wenn wir im Moment so Themen auch wirklich durchziehen können. So. Und so. Das heißt, wir ziehen uns den dahin und können uns den dahin setzen. Und jetzt brauchen wir von hier die Aluminiumgehäuse. Genau. 192. Wie viele machen wir denn hier? Wir machen auf jeden Fall mehr, als wir brauchen. 112,5. Wir brauchen 192, würde ich sagen. Dann sind das 225. ...260,5 machen wir. Und das hin? Nehmen wir die an. Irgendwas passt hier nicht. ...192 bis 68. ...192 plus. Ich muss das Augen verloren. Ich hab sie in der Sonne verloren. Moment. 68,5. Irgendwie sowas. Soll sein. 216. So. Jetzt setzen wir in Klammern. Ich weiß, brauche ich eigentlich nicht. Minus. 112. Machen wir auch in Klammern. 112,5. Plus 112,5. Mal so. 35,571. Passt doch. 35,571.
so läuft. So möchte ich das sehen. Passt besser. Das heißt, habe ich das Ding hier schon irgendwie weggeholt? Nein, habe ich nicht. Das ist sehr gut. Das bedeutet, wir setzen uns hier vorne einen Splitter hin. Dort geht das Band rein. Und du bist mein Freund, der direkt da drüben hingeht. Da hatten wir das Problem, dass der Kollege im Weg ist. Ich habe nicht mehr genug. Also habe ich nicht beim letzten Mal alle da unten rausgenommen. Das wird langsam eng. Das heißt, ich muss wahrscheinlich. Wird jetzt auch langsam zeitlich mehr. Aber komm, da ziehen wir jetzt gemeinsam noch eben durch. Damit wir wenigstens den Teil abgeschlossen haben. Okay, ich werde auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen geht gleich weiter. Ich werde auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen mir ziehen wir oben drüber. Einen Zug holen müssen. Mit neuen von dem Zeug hier. Den davon haben wir nicht mehr genug. So, den setzen wir hier hin. Den setzen wir da hin. Okay. Damit haben wir die Funksteuereinheiten fertig und die Computer fertig. Fehlen uns die Quarzoszillatoren. Die liegen beim nächsten Mal an. Und oh, ich verbinde das Praktische mit dem Nützlichen, denn die kommende Folge ist quasi die letzte vorproduzierte. Das heißt, wir müssten dann quasi jetzt vor Silvester sein. Ich wünsche euch übrigens einen guten Rutsch. Die nächste Folge ist nach Silvester, die ich noch vorproduziere. Das heißt, ich kann hier soweit alles machen und kann dann, wenn ich wieder zurück bin, die Folge machen, wo wir uns den Adventskalender angucken und praktischerweise, wenn wir sowieso da hinten sind, schmeißen wir uns einfach einen kompletten Zug voll mit hier den Fallglatt-Sheets, schmeißen die hier raus, easy, fertig. Dann haben wir nämlich Material hier, um den Rest bauen zu können. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Äffchen.